Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Könnte werbewirksame Inhalte enthalten. So, heute ist ein Paket angekommen, worauf ich schon gewartet habe und ich freue mich sehr, das heute mit euch auszupacken. Vorweg nochmal, hier oben ist es schweinewarm, also wenn mir hier gleich ein Tropfen runterläuft, dann ist es nicht, weil ich weine vor Glück, sondern weil ich schwitze wie eine Sau. So, Franzi ist an der Kamera, sie macht für Instagram und Facebook das Ganze klar. Wer noch nicht da war, auf Instagram und Facebook sind die Sachen alle ein bisschen früher da, weil das Schneiden des Videos dauert immer ein bisschen länger auf YouTube und auf Instagram und Facebook ist das Ganze ein bisschen flexibler und schneller für euch erreichbar. Deshalb, falls ihr Bock habt, guckt doch da gerne mal vorbei. So, ganz wichtig für euch nochmal, am Ende des Videos kommt etwas ganz Wichtiges für euch. Also schön bis zum Ende gucken, aber wir packen jetzt erstmal diese Kiste hier aus. So, los geht's. Dieses Paket ist von der Firma Nagelschick und die haben anscheinend sehr gutes Klebeband in Wilhelmshaven. So. Und dann gucken wir doch mal rein. Haha. Es ist eine Nail Art Box. Wer hätte es gedacht? Und zwar direkt zwei. So, aber die Nail Art Boxen sind zweitrangig. Es geht um diese Styroporkügelchen. So, das kann erstmal weg. Diese Box ist die Unibox und ich habe sie schon einmal vorab für euch bekommen zum Testen und natürlich ausprobieren und zeigen und alles drum und dran. Ihr bekommt diese Box, wenn ihr das Abo abschließt, immer zwischen dem 24. und 25., 27. so rum zugeschickt. Und wir packen das Ganze jetzt einmal aus und schauen uns nochmal an, was da so drin ist. So, gucken wir nochmal, was hier so drin ist. Einmal die Schleife auf. Schon mal ein netter Brief. Sehr gut. So, maritim trifft auf Südsee ist das Thema. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Haufen Zeug, was ihr für euren Urlaub nehmen könnt. Wunderbar, wenn ihr an den Strand fahrt, wie auch immer. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr hinkriegen, aber ich hoffe dann nächstes Jahr. Anker schon mal und so ein paar, und so ein paar Meeresstrand-Südsee-Motive, sehr geil. Die werden wir auf jeden Fall gleich auch noch verarbeiten und gucken, wie die so sind. Und dann auf jeden Fall noch Tape, sehr geil. Werden wir auch gleich mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Das wird so ein kleines Nail-Art-Tutorial noch dazu. Dann auf jeden Fall noch Sand für den Nagel, auch ganz wichtig, wenn ihr in den Urlaub wollt. Noch ein paar Steine, sehr geil. Die finde ich auch mega cool. So ein paar Muscheln. Es war ein bisschen unhandlich für den Nagel, weil ihr wahrscheinlich hängen bleibt, aber für einen kurzen Auftritt ist das auf jeden Fall sehr geil. Dann auf jeden Fall noch Glitzer, auch sehr wichtig. Und dann kommen wir auch schon zum Farbgel. Ich habe das gerade schon mal kurz aufgemacht und mich eingesaut. Hier auf jeden Fall ein Glitzer-Farbgel. Das werde ich euch auch gleich nochmal auf den Nagel machen, damit ihr es genau seht, wie das aussieht. Und dann auf jeden Fall noch ein Farbgel in Maritim. Ich habe es hier mal so kurz angerissen. Werden wir auf jeden Fall auch gleich nochmal ausprobieren. Und dann haben wir hier noch zwei Löffel für das Glitzer, damit ihr euch nicht einsaut
und eure Kunden auch nicht so sehr einsaut. Ja, und das war's auch schon mit den Produkten. Das Ganze bekommt ihr für den sensationellen Preis, wie ich finde, von 20 Euro im Monat. Kommt natürlich darauf an, was für ein Abo ihr nehmt. Ihr könnt es auch einzeln kaufen, dann ist es natürlich ein bisschen teurer. Das Ganze ist handverpackt, deutsche Markenprodukte, also kein China-Schrott oder wie auch immer. Wirklich super Zeug. Und ja, wir probieren das Ganze auf jeden Fall gleich nochmal aus, wie das Ganze so auf dem Nagel aussieht. So, ich möchte euch jetzt nochmal ein paar Varianten zeigen, wie man das Ganze verwursten kann. Ja, Entschuldigung, dass ich so struppig aussehe. Wir haben jetzt schon kurz nach 12. Ja, das ist das letzte Video für heute. Ich habe heute schon ein paar abgedreht. Ja, fangen wir doch erstmal mit den Farben an. So, fangen wir doch erstmal an mit dem Farbgel Maritim. Hier einmal in der Variante French und komplett lackiert, also Full Cover. Und ja, ich muss zu dem Farbgel sagen, das deckt wirklich super. Also mit zweimal seid ihr echt gut dabei und habt eine perfekte Deckkraft, sodass es für Full Cover echt gut geeignet ist. Und jetzt zeige ich euch nochmal eine Variante, wie ihr einen matten French und den Rest glänzend bekommt. So, ich habe jetzt hier meinen blauen maritimen Nagel, der ist zweimal lackiert. Ihr seht, es deckt wirklich echt ganz gut. Und jetzt nehme ich mir als allererstes eine Versiegelung. Da ist es jetzt eigentlich egal, ob ihr die mit Schwitzschicht nehmt oder ohne. Es sollte auf jeden Fall eine glänzende Versiegelung sein. Ich nehme jetzt hier den Dry Top von Neonail und streiche das Ganze einmal komplett ein. Wundert euch nicht über das Sewa, wir haben nicht Ostern, das gab es anscheinend im Netto als Restverkauf. So, das kommt jetzt einmal zum Aushärten in die Lampe rein und dann geht es direkt weiter. So, ist das Ganze einmal ausgehärtet, schnappt ihr euch eine Mattversiegelung. Nehmt euch einen Pinsel eurer Wahl oder vielleicht sogar einen Dotting-Stick. Beim Dotting-Stick müsst ihr nur darauf achten, dass es nicht zu dick aufgetragen wird. Und dann malt ihr euch einfach hier vorne ein French. So, das Ganze kommt dann auch wieder in die Lampe rein zum Aushärten. So, und wenn das matte French dann ausgehärtet ist, sieht das Ganze so aus. Wir haben hinten das Ganze glänzend und vorne haben wir den matten French. Ist immer ein ganz schöner Effekt. Ihr könnt natürlich nicht nur French machen, ihr könnt natürlich auch noch einen schrägen French machen. Ihr könnt auch Striche drauf machen mit der Mattversiegelung. Also da ist der Fantasie freien Lauf gesetzt. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Farbverlauf zu machen, mit zum Beispiel Glitzer auch noch. Ja, dafür brauchen wir einfach einen ganz normalen Haushaltsschwamm. Davon reißt ihr euch einfach so eine Ecke ab und dann geht es auch schon los. Ihr nehmt euch ein bisschen Farbe, tragt die vorne auf die Spitze auf. Auf den Tipp habe ich jetzt ein bisschen Make-up-Gel drauf gemacht, damit das dem Naturnagel ein bisschen näher kommt, damit man sich das auch vernünftig vorstellen kann. So, und dann fangen wir an mit dem Haushaltsschwämmchen, das Ganze einfach nur nach unten zu tupfen. Ich habe es immer ganz gerne, dass hier in der Mitte so ein bisschen mehr ist. Also dass es hier in der Mitte tiefer runterläuft und an den Seiten ein bisschen höher ist. Und natürlich nach unten etwas ausläuft. Das heißt hier vorne, falls ihr da zu viel Farbe habt, geht einfach mit der trockenen Seite vom Schwämmchen noch einmal drüber. Und dann habt ihr einen vernünftigen Farbverlauf, wie das nach unten ausläuft. Das Ganze wird jetzt erstmal ausgehärtet und dann kommen noch zwei, vielleicht sogar drei Schichten von dem Ganzen drauf. So, wenn das Ganze dann einmal ausgehärtet ist, wiederholen wir diesen Prozess nochmal. Das heißt, wir nehmen nochmal die Farbe, tragen an der Spitze etwas weniger auf als gerade und dann tupfen wir das Ganze auch nicht so weit wie gerade, sondern einfach nur bis zur Hälfte ungefähr. So. Und dann war es das auch schon. Das Ganze kommt dann wieder in die Lampe rein und härtet dann erstmal aus. Das Ganze könnt ihr dann natürlich so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ich finde die Deckkraft jetzt schon ganz okay.
Ihr könnt es natürlich noch 3 oder 4 Mal machen, dann wird die Deckkraft vorne natürlich noch etwas stärker. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Glitzer drauf, das Glitzer, was auch in der Nailart-Box ist, um euch nochmal zu zeigen, wie die beiden so zusammen funktionieren. So, dazu nehme ich, was ich noch sagen wollte, dieses Getupfte macht ihr am besten anstelle des Frenches. Das heißt, nach dem Haftgel und vor dem Aufbaugel. Denn wenn ihr es danach macht, habt ihr meistens so ein bisschen eine hubbelige Landschaft und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deshalb machen wir es unter dem Aufbaugel. So, wenn das Ganze dann fertig ist, dann nehmen wir uns entweder Aufbaugel oder eine Versiegelung. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Versiegelung mit Schwitzschicht. Ihr solltet ein Aufbaugel nehmen. Das trage ich jetzt hier einfach mal komplett auf. Und dann braucht ihr am besten einen Fächerpinsel. So einen hier zum Beispiel. So ein ganz Billo-Teil, das bekommt ihr auch in jedem Bastelladen. So, dann nehmen wir uns unser Glitzer, was in der Nailart-Box dabei war, unseren Fächerpinsel, tauchen den ein wenig ein und dann fangen wir vorne an der Spitze an, das Ganze vorsichtig auf den Nagel zu tupfen. So. So, das Ganze kommt dann in die Lampe zum Aushärten. Dann kommt noch eine Versiegelung drüber. Ihr solltet dann natürlich das Aufbaugel drauf machen. Und das Endergebnis sieht dann so aus. Ihr könnt dieses Glitzer natürlich nicht nur in Kombination mit der Farbe verwenden. Ihr könnt es natürlich auch ohne die Farbe verwenden. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze als Farbverlauf ohne diese Farbe aussieht. Dazu genauso wie gerade eine quasi klebende Schicht auftragen. Das ist hier bei mir eine Versiegelung. Ihr solltet ein Aufbaugel nehmen. Dann nehmen wir uns unser Glitzer, unseren Fächerpinsel, habe ich ihn versteckt, da ist er. Und dann fangen wir wie gerade vorne an der Spitze an, das Ganze auf den Nagel zu tupfen. Achtet dabei darauf, dass ihr so ein bisschen einen Farbverlauf hinkriegt. Das heißt, dass an der Spitze mehr ist als unten. Also fangt am besten immer vorne an zu tupfen und arbeitet euch dann nach hinten. So. Das Ganze kommt dann auch in die Lampe rein. Wird versiegelt, ihr solltet da an dieser Stelle Aufbaugel drauf machen und das Endergebnis sieht dann so aus. Das Ganze könnt ihr natürlich nicht nur mit diesem Farbverlauf machen, ihr könnt das Glitzer natürlich auch noch mit Gel vermischen und das Ganze ganz normal als Farbgel verwenden. Dadurch könnt ihr natürlich auch Striche ziehen oder auch einen French malen, einen schrägen French, verschiedene Applikationen machen, das ist alles kein Problem. Einfach ein bisschen mit einem mittelviskosen Gel, würde ich sagen, mischen und dann könnt ihr es ganz normal mit einem Pinsel auftragen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Farbgel mit Glitzerpartikeln, das ist das Neon Glitzer Blau. Ich glaube, Kristallblau sogar. In diesen Varianten zeige ich es euch jetzt hier einmal. Das Ganze ist zweimal aufgetragen, also deckt wirklich auch ganz gut. Ist als Fullcover geeignet, so gut wie auch als French. So, als nächstes kommen wir zu dem Sand, der dabei ist. Den kombiniere ich jetzt einfach mal mit einem Pastellpink und einem Weiß. Ihr könnt natürlich jeden Untergrund wählen, den ihr möchtet und der dazu passt. Am besten ihr nehmt dazu ein Farbgel, was mit Schwitzschicht ist, denn dieser Sand wird auf die Schwitzschicht aufgetragen und dann noch einmal ausgehärtet. Aber wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier ein weißes Farbgel mit Schwitzschicht schon einmal ausgehärtet und nehme jetzt den Sand. Ihr solltet euch am besten ein Blatt Papier drunter legen, weil ihr werdet jetzt den Sand über diesen Nagel streuen.
Und zwar ist in der Nail Art Box auch so ein kleiner Löffel dabei. Damit könnt ihr den Sand ganz einfach aufnehmen und dann über den Nagel streuen. Ruhig satt draufknallen das Ganze. Ihr könnt es ja gleich wieder in das Pöttchen reintun. Dann einmal kurz abklopfen. Noch einmal abchecken, ob ihr alle Stellen getroffen habt. So. Dann am besten nochmal vorsichtig mit einem weichen Pinsel das Ganze kurz abbürsten. Und dann kommt das Ganze in die Lampe nochmal zum kurzen Aushärten. So, nachdem ihr den Nagel aus der Lampe rausholt, ist der Sand fest am Nagel und kann nicht mehr abgehen. Also ist auf jeden Fall safe und ihr braucht keine Versiegelung mehr drauf machen. Aber das Ganze könnt ihr dann auch noch als French oder eine andere Applikation auftragen. Sagen wir mal, ihr habt ein Farbgel, was keine Schwitzschicht hat. Dann würde dieser Sand nicht auf diesem Farbgel halten. Was müsst ihr natürlich jetzt tun? Ihr müsst eine Versiegelung wählen, die eine Schwitzschicht hat. Und das tun wir doch jetzt einfach mal. Mit dieser Schwitzschichtversiegelung trage ich jetzt hier ein French auf. Ist natürlich ein bisschen schwer zu sehen, weil es ist klare Versiegelung. Daher muss man nur so ein bisschen gucken, wo die Kante ist. So. So muss es eigentlich passen. Nochmal von der anderen Seite checken. Ja, das müsste gehen. Und dann kommt das in die Lampe rein zum Aushärten. So, wenn die Versiegelung dann ausgehärtet ist, so nach 60 oder 1,30, werden wir jetzt unseren Löffel wieder nehmen und das Ganze über diesen Nagel einmal kippen. Gucken, dass ihr vorne das French überall trefft. Und natürlich auch den Nagel treffen, ist ganz wichtig. So, nachdem ihr das gemacht habt, staubt ihr einfach das Überschüssige ab und habt dann euren Sandfrench. Das Ganze kommt dann auch wieder in die Lampe rein zum restlichen Aushärten, damit der Sand nicht abgeht, und dann seid ihr damit durch. Und so, nachdem ihr fertig seid mit dem Sand, könnt ihr einfach das Blatt Papier so einen Knick reinmachen und dann könnt ihr das Ganze einfach wieder in das Pöttchen reinkippen und habt so gut wie nichts verschwendet. Ich möchte euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie ihr diese Muschel auf den Nagel bekommt. Dazu nehmt ihr euch einfach einen Nagelkleber. So, dann nehmen wir uns unsere Muscheln, suchen uns eine schöne aus. Ich nehme jetzt einfach mal, das ist eine kleine. Nehmen wir mal die hier, ja, die will nicht rauskommen. Dann nehmen wir uns einfach eine Pinzette. So. So, jetzt müssen wir uns natürlich aussuchen, wie rum das Ganze auf den Nagel kommen soll. Ich möchte, dass diese Fläche die Unterseite ist. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal einen Buffer und raue diese ein wenig an. Das mache ich deshalb, damit der Kleber sich gleich schön in die Oberfläche der Muschel reinsetzen kann, so ein bisschen. Und das noch einmal, ja, ist ein bisschen rau. Und dann kommt einfach ein Tropfen Kleber hier drauf und am besten noch ein Tropfen Kleber da, wo ihr die Muschel hinhaben wollt. Und dann legen wir das Ganze dahin, wo es auch hin soll. So, da Nagelkleber Kontaktkleber ist, wird das Ganze relativ schnell fest, sobald etwas Druck drauf kommt. Das heißt, ihr drückt das Ganze einfach ein bisschen fest und dann sollte das Ganze erstmal sitzen. Als zweites solltet ihr dann noch eine Versiegelung nehmen, die keine Schwitzschicht hat, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu fixieren. Dazu nehmt ihr euch einfach einen kleinen Pinsel. Irgendwie so ein Einerpinsel oder so. Das geht vollkommen klar.
Nehmt euch dann etwas von der Versiegelung auf den Pinsel. Und dann setzen wir noch ein paar Punkte an die Muschel, um sie noch einmal besser zu fixieren. Bis einmal ringsherum. So, und dann kommt das Ganze in die Lampe rein. Das Ganze kommt dann so 2 Minuten in die Lampe rein, damit die Versiegelung auch von jeder Seite trocknen kann. Am besten sagt dir der Kunde dann auch noch, dass sie den Finger so ein bisschen drehen soll. Und dann ist die Versiegelung auch wirklich von jeder Seite einmal komplett ausgehärtet. So, wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, ist es auf jeden Fall so fest, wie es auch nur geht. Wir wollen ja keine Schraube in den Finger reindrehen oder einen Nagel reinhauen. Deshalb ist das die beste Methode und die festeste Methode, das Ganze dran zu kriegen. Mit dieser Methode könnt ihr natürlich auch noch Steinchen dran machen. Bei so kleinen Steinen braucht ihr jetzt nicht unbedingt die Methode mit dem Kleber. Wir machen es jetzt aber trotzdem, damit ich es euch einmal zeige. Erstmal den Kleber dahin machen, wo das Steinchen hin soll. Ich mache es jetzt einfach mal hier so neben die Muschel. 1, 2. Dann nehmt ihr euch euren Stein und setzt das Ganze in den Kleber rein. So. Dann wartet ihr kurz und drückt das Ganze ein bisschen mit Schmackes am besten an. Wenn ihr vernünftigen Kleber habt, ist das so in 5 Sekunden fest auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns wieder unsere Versiegelung ohne Schwitzschicht. Wieder 1-2 Tropfen, um das Ganze zu fixieren. Und dann kommt das wieder in die Lampe rein zum kompletten Aushärten. So, damit haben wir dann auch die Muscheln abgehakt. Das Endergebnis seht ihr jetzt. Finde ich eigentlich ganz schön, ist natürlich ein bisschen unpraktisch und wird wahrscheinlich auch keine 3 oder 4 Wochen halten, aber für so einen Abend ist das auf jeden Fall ein schöner Hingucker. So, dann kommen wir jetzt zu den Wraps, Stickern oder Tattoos, wie auch immer man sie nennen mag. Ich habe hier schon mal 2 heute verwurstet. Wundert euch nicht, ihr kriegt natürlich in der Nail Art Box ein komplettes Set. Ja, die werden in Wasser erstmal angelöst oder aufgelöst, damit die ganze Trägerfolie sich ablöst. Und dann wird das Ganze auf den Nagel gebracht. Ich habe hier schon mal einen weißen Nagel vorbereitet. Darauf werden wir das Ganze jetzt machen. Dieser Nagel ist mit Schwitzschicht normalerweise, habe ich abgekleanert, so dass wir eine vernünftige Oberfläche haben, weil mit Schwitzschicht wird das Ganze nicht so gut halten. Und ja, dann schneiden wir uns doch jetzt einfach mal hier ein Motiv unserer Wahl aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Anker, ganz klassisch. So, und der kommt dann erstmal hier in so ein Glas Wasser rein. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem nassen Schwamm oder einem feuchten Tuch einmal anlösen. Das geht natürlich auch. Einfach drauflegen, aber ich bin immer der Fan gewesen, das Ganze in Wasser aufzulösen. So bin ich auf jeden Fall sicher, dass das Ganze richtig abgeht. So, dann wartet man am besten so 30 Sekunden und dann kann man das Ganze schon abziehen. So, das Ganze hat sich jetzt abgelöst. Ihr seht, ich habe ihn hier in der Hand. Seht ihr es? Ja, so. Und jetzt kommt das Ganze auf den Nagel drauf. Ganz einfach da, wo ihr ihn hinhaben wollt. So, schön mittig. Und ich nehme dann persönlich immer noch eine Zellette. Und drückt das Ganze dann einmal fest. So kann die Flüssigkeit unter der Folie auch rauslaufen. Und ich habe dann auch wieder einen trockenen Nagel. So, und schon habt ihr den Anker
auf den Nagel drauf. Und das Ganze wird dann einfach noch mal mit einer Versiegelung versiegelt. Ich würde euch empfehlen, das immer zweimal zu versiegeln, damit der Kunde auch wirklich lange was davon hat. Nicht, dass der irgendwo mal gegenstößt und sich das Ganze dann irgendwie abratscht oder wie auch immer. So, und dann kommt das Ganze auch wieder in die Lampe rein und das Endergebnis im Detail seht ihr jetzt. So, dann zum Schluss kommen wir zu diesen Stripes und die könnt ihr in mehreren Varianten verwenden. Zwei davon zeige ich euch jetzt. So, Variante Nummer 1. Ich habe jetzt hier wieder einen weißen Nagel vorbereitet. Der ist auch abgekleinert wieder, damit wir keine Schwitzschicht haben, damit das auch vernünftig kleben kann. Diese Stripes kleben nämlich, haben eine klebrige Unterseite. Ist also wie Klebeband quasi, wie dünnes Klebeband. Der Clou bei der ganzen Sache ist jetzt aber, dass wir diese Stripes am besten nur in dieser Richtung aufkleben. Oder quer würde auch noch gehen, aber in dieser Richtung ist es meistens sehr schwierig, weil sie sich dann hier an der Seite ablösen, wenn der Nagel sehr stark gebogen ist, beziehungsweise wenn der Nagel eine sehr ausgeprägte C-Kurve hat. Ja, daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Stripes so drauf haben wollt, also so wie sie farblich sind, diese einfach euch zurechtzuschneiden. Aufzukleben. Ich mache es jetzt hier einfach mal so. Andrücken. Dann nehmt euch noch ein paar mehr. Da ist der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. So zum Beispiel. So, dann am besten mit einer Nagelhautzange, so habe ich es immer gemacht, vorsichtig abschneiden. Natürlich ein bisschen Fummelarbeit, aber der Weg ist das Ziel. So, das Ganze dann am besten nochmal richtig schön fest andrücken. Und dann würde ich euch empfehlen, das Ganze auch zweimal zu versiegeln. Dann würde ich euch empfehlen, das Ganze am besten zweimal zu versiegeln, damit die Stripes auch wirklich schön halten. Vor allem hier vorne am Rand, richtig schön drüber gehen, richtig einschließen den Stripe und genauso hinten das Ganze auch einschließen. Am besten ihr lasst hinten zur Nagelhaut ein bisschen Platz, wo ihr dann die Versiegelung drüber ziehen könnt, damit der Stripe richtig schön eingeschlossen ist in der Versiegelung. So habt ihr dann da keine blöde Kante, die irgendwie stören könnte oder wo der irgendwie abrutschen könnte, der Stripe. So. Und dann kann das Ganze wieder in die Lampe rein. So, die zweite Variante wäre, den Stripe als Schablone zu nehmen. Ich bin immer ein Fan davon, dazu Airbrush zu nutzen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Gel machen. Das Problem beim Gel ist, dass der Stripe richtig perfekt sitzen muss, damit kein Gel darunter läuft. Am besten ihr tupft das Gel dann auch auf den Nagel, wie gesagt mit einem Haushaltsschwämmchen. Und wirklich, der Stripe muss perfekt auf dem Nagel sitzen, damit das wirklich ein schönes Ergebnis gibt. Da das jetzt mein letzter Tipp für heute ist, werde ich das Ganze mit Airbrush machen, damit das Ergebnis auch wirklich vernünftig aussieht. Und ja, fangen wir doch erstmal an, die Stripes aufzukleben.
Und dann werden wir das Ganze einmal mit Airbrush komplett einsprühen. So, ich habe jetzt hier einen Indigo-Farbton in meine Airbrush-Pistole eingefüllt und den werde ich jetzt auf den kompletten Nagel einmal auftragen. So, die Farbe ist drauf und dann ziehen wir doch einfach mal die ganzen Stripes hier ab und gucken mal, wie das Ganze geworden ist. So. Und so haben wir die typischen Streifen für den maritimen Look gezaubert und das wirklich sehr sauber, ohne dass irgendwas irgendwo drunter gelaufen ist. Also ich finde das immer noch die beste Variante, um solche Streifen auf den Nagel zu bringen. Und das Ganze wird beim Kunden am besten wieder zweimal versiegelt, damit es auch wirklich schön hält. Auch wirklich an den Rändern vernünftig versiegeln. Aufpassen hier an den Seiten, wirklich schön alles einmal mit der Versiegelung umlegen. So, und dann kommt das Ganze in die Lampe zum Aushärten und das Endergebnis seht ihr natürlich jetzt wieder. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video heute. Das Endergebnis von den ganzen Nägeln kriegt ihr natürlich jetzt gleich noch im Outro um die Ohren gehauen. Ja, aber was ich euch eigentlich noch sagen wollte, vielen Dank für die fast 4000 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich bin wirklich überwältigt, dass das Ganze so gut bei euch ankommt. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, dass das Ganze wirklich so schnell und vor allen Dingen auch positiv bei euch ankommt. Und darum werde ich heute diese schicke Nail Art Box an euch verlosen. Ich habe leider keine 4000 Stück davon, sonst würde ich wirklich jedem eine geben. Aber das ist so ein kleines Gimmick, womit ich euch quasi etwas zurückgeben möchte. Für alle anderen, die leider nicht die Chance hatten oder haben, diese Box zu gewinnen, gibt es einen Gutscheincode, mit dem ihr zusätzlich zu dieser Nail Art Box bei der Firma Nagelschick ein Gimmick dazu bekommt. Was es ist, weiß ich leider nicht, aber es ist natürlich schön, sowas mitzunehmen, wenn ihr euch für dieses Produkt auf jeden Fall interessiert. Ja, aber was müsst ihr tun, um dieses geile Teil zu gewinnen? Ja, ihr müsst einmal Abonnent von meinem Kanal sein, weil das ist wirklich nur exklusiv für meine Abonnenten, die mir wirklich die Treue geschworen haben. Dafür danke ich euch natürlich auch wieder sehr. Zudem einfach nur den Hashtag NailArt unten in die Kommentare klöppeln und dann macht ihr auch schon bei dem Gewinnspiel mit. Der Gewinner wird am 24. Juni 2018 gekürt und dann geht das Ganze natürlich so schnell wie möglich an den Gewinner heraus per Post und ich hoffe, er hat viel Spaß damit. So, das war's jetzt endlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann natürlich gerne sharen, teilen, liken, abonnieren, alles was ihr wollt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Chris.